Herrschaften, wenn ihr mir dann bitte folgen würdet. Microphone muted. Durchatmen. Wir das schon hin. Gut, dann möchte ich euch alle erstmal danken, dass ihr heute hierher gekommen seid, um Lucy Kramer die letzte Ehre zu erweisen. Lucys letzte Worte an mich waren am Abend, als sie starb. Lass uns doch morgen einfach mal was Schönes machen. Das war auch ihr Motto. Eigentlich wollte sie nur jeden Tag entweder Menschen helfen oder Spaß haben. Leider können wir alle nicht in Menschen reinsehen. Ergo war es auch für mich als Partner sehr schwer bis unmöglich zu sehen, wie es Lucy geht. Auf der einen Seite bin ich stinksauer, dass sie mich angelogen hat. Auf der anderen Seite vermisse ich sie jeden Tag. Ich überlege, ich habe es gerade überlegt, was ich sagen soll. Oder welche Worte da die passenden wären. Aber leider fehlen mir genau diese Worte. Das Einzige, was mir im Kopf geblieben ist, ist ein kleines Zitat. Und zwar: Eine starke Frau lacht, auch wenn sie innerlich zerbricht. Und ich glaube, das ist genau das, was Lucy am Ende dann passiert ist. Sie ist innerlich zerbrochen und keiner von uns war in der Lage, auch nur darüber nachzudenken, wie es in ihr aussieht. Sie hat uns immer ihre Hilfe angeboten. Ist uns manchmal ziemlich auf den Keks gegangen. Aber am Ende des Tages war sie immer für einen da. Egal ob als Mediziner oder als Freund, als Partnerin oder einfach mal um Sinn zu stiften. Ich vermisse meine Verlobte jeden Tag. Im Prinzip ist das schon alles, was ich sagen wollte. Entschuldigt mich bitte. Gut. Werde ich mal die Worte weiter übernehmen. Liebe Trauergemeinde, Freunde. Zusammen möchten wir uns heute von Lucy verabschieden. Vielleicht eine Frau mit sonderbaren Zügen, jedoch immer herzensgut und mit dem Herzen am rechten Fleck.
Wir gönnen ihr die Ruhe, obwohl es sehr schwer und nicht zu beschreiben ist, was der Verlust für uns alle bedeutet. Schaut ein bisschen aus dem Nähkästchen, da Baptiste mir ein paar Worte mitgegeben hat auf ihrer Reise auf dem Weg in ihrem nächsten Leben in ihre Unendlichkeit. Schon bald nach ihrer Ankunft in Los Santos bewarb sie sich in meinen Ausbildungsplatz beim FD. Und sie war herzlich, der anderen Menschen in Notation gerne half. Kontakt zu Arbeitskollegen und Freunden war herzlich und beständig. Wir waren vielen interessiert und pflegte innigst Kontakte. Besonders zu Joseph, ihrem Verlobten, der es nie schaffte, sie zu heiraten. Gute und interessante Gespräche mit Freunden, Bekannten oder aber auch vielleicht mit Joseph waren ihr sehr wichtig und bereicherten sie. Lucy war auch nachdenklich und ein ruhiger Mensch. Häufig setzte sie sich an einen ruhigen Ort. Ruhigen und schönen Ort, entschuldigen sie. Und genoss einfach den Ausblick, den Sonnenuntergang und dachte nach. Sie hatte eine herzensgute und feine Art an sich, war immer freundlich, konnte gut zuhören und gab Tipps, die Hand und Fuß hatten. Sie war immer zur Stelle, wenn man sie brauchte, war es als Freundin oder als Medic. Der Verlust eines so lieben Menschen ist kaum zu begreifen. Wir hatten noch so viele Fragen, die nun nicht mehr beantwortet werden können. Wir werden sie in unseren Herzen tragen, egal was wir tun, egal wo wir sie gerade sind. Sie hat eine große Lücke in unserem Leben hinterlassen, die niemand schließen könnte. Wir danken ihr, dass wir das große Glück hatten, einen so wundervollen Menschen kennengelernt zu haben. Am Ende eines schweren Wegs möge dich die Wärme der Sonne empfangen. Ruhe in Frieden, egal wo du gerade bist. Wer gerne noch ein paar Abschiedsworte an Lucy geben möchte, der darf es so gerne auch tun. Lucy war eine spezielle Frau. Manchmal war sie ganz durch den Wind und ganz hibbelig und manchmal war sie auch ganz in sich reingekehrt. Als sie ins FT kam, dachte ich mir, ja, endlich jemand, mit dem man sich gut versteht. Wir haben uns so genannt, FT-Schwestern genannt. War auch meine Trauzeugin. Und hat mich eingekleidet und es war einfach alles ziemlich schön. Und sie hat mich auch aus der Limousine rausgezogen, wo ich so ein bisschen Angst hatte vor der Hochzeit. Sie war eine Frau, die einem echt viel Mut zugeredet hat. Ich glaube, auch wenn sie jetzt da oben ist, sie wird immer wollen, dass wir auch ein Lächeln auf dem Gesicht haben. Ich würde Sie alle jetzt gerne bitten oder Sie dazu einladen, Lucy ein letztes Geschenk mit auf ihren Weg zu geben, was ihr Kraft spenden soll oder einfach die Erinnerung mit sich tragen soll. Neben dem Grab stehen Blumenkörbe, wo Sie gerne der Frau Krämer ein Geschenk mitgeben dürfen.
Ich habe noch den Verlobungsring, den gebe ich dir gleich auch noch mit. Weil den hat sie sich immer sehr gerne angeschaut und war glücklich damit. Mach's gut, mein Schatz. Da Lucy tatsächlich die erste Person ist, die ich hier in diesem Staat kennengelernt habe, mit der ich auch danach noch viel Kontakt und viel zu tun hatte, habe ich hier meine Schachschuhe mitgebracht. Du doch die Kette damals zu dir am Strand, wo frisch auf der Insel zu dir hingekommen bin und angegeben habe, dass ich sie mir endlich leisten konnte, will ich später wieder haben. Pass auf dich auf, kleine Medic-Schwester. Wegen dir und Ranjit sind wir damals hierher eingereist. Viel zu wenig Zeit haben wir miteinander verbracht. Jetzt können wir es nicht mehr. Mach's gut.
Wo auch immer du sein magst, dein Lachen werde ich vermissen. Ich danke euch nochmals, dass ihr alle hier vorbei, dass ihr alle gekommen seid. Ich habe leider in der Kürze der Zeit nichts organisieren können, wo man noch hätte zusammensitzen können und miteinander quatschen können. Ich hoffe, das haltet ihr mir nach. Ich bin sicher, Lucy hätte sich über jeden von euch, der jetzt hier ist, sehr gefreut und hat mit jedem von euch ihre ganz eigene kleine Geschichte. Ich sagte gerade eben schon mal, als Lucy und ich mal hier waren, sind wir dort hinten an ein kleines Häuschen gefahren, haben uns einfach mal ins Gras gelegt und dieses kleine Häuschen, das wollte ihr gehören, aber näher kann ich sie leider nicht mehr an dieses Haus bringen, als sie hier niederzulegen. Sie war gerne auch auf der Straße unterwegs mit dem Motorrad und hat so manches Mal auch gerne mal genau deswegen einen Einsatz der Mediziner heraufbeschworen, weil sie doch manchmal ein bisschen schusselig gewesen ist auf ihrem Motorrad. Jetzt hat sie im Prinzip alles in der Nähe, was sie möchte. Die Straße, Ruhe und ihr kleines Häuschen. Ich danke allen hier Anwesenden. Und ja, das war's von meiner Seite aus. Theo? Normalerweise hätte ich das Feuerwehrauto mitnehmen müssen, ja? Das war eine Feuerwehrkameradin. Richtig. Ich bin's nochmal. Da
Das Tiki Lala eröffnet in wenigen Minuten. Sämtliche Drinks, die dort serviert werden, wenn es noch jemand von euch dorthin möchte, und die gehen auf meine Kappe, auf meine Kosten. Das ist alles, was ich im aktuellen Fall noch für euch tun kann. Ich muss ins Apartment, weil ich brauche jetzt erstmal ein bisschen, bis ich. Ja. Ich denke mal, ihr versteht schon. Du fährst gleich bei uns mit, wir bringen dich nach Hause. Das ist egal, das bleibt hier stehen. Du fährst in diesem Zustand nicht allein. Keine Widerrede. Wenn du. Räume? Gib leider bitte den Schlüssel. Wir fahren dann zur nächsten Garage. Da kann sie das Auto einparken, kann sie den Schlüssel gleich wiedergeben. Ich hole das Auto ran und dann. Wer hat denn jetzt den Schlüssel? Ich hab den jetzt. Du hast ihn. Gut, ich gebe mir meinen. Brad, fährst du mit mir mit? Mikrofon activated. Microphone muted. Mary, weißt du, wo er sein Auto geparkt hat? Keine Ahnung. Nach ihm hier, ich kann es dir nicht sagen. Du noch mit, Liane? Ja, ich komme noch mit. Ich hole kurz mein Auto. Ja, okay. Ich komme gleich runter.